und herzlich willkommen zu Missionswerk Öxle. Ich bin Carsten Henn und in meinen Adern fließt Spätburgunder. Mein Name ist Hagen Range und ich bin der Meinung, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nein, auch ein Bierchen darf es sein. Ja, vielleicht muss es nach der heutigen Probe ein Weinchen sein, denn ich habe einen außergewöhnlichen Tropfen besorgt. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Der Hagen endgültig bekehren kann. Und zwar kommt er aus Österreich. Oh, dann muss er ein besonderer Tropfen sein. Es ist ein 2008er Minimal Zweigeld von Sepp Moser. Sepp Moser. Sepp Moser. Der Sohn von Hans. Von Hans? Ja, Hans Moser, der Minimal Zweigeld, das ist sehr heikel, Herr Oberstudienrat, sehr heikel, heikel. Okay. Ich glaube das nicht. Ich glaub, Entschuldigung, liebe Österreicher, dass ich gerade an ein Nationaldenkmal gepinkelt. Das ist jetzt zu spät, Hagen. Ich habe einen Brief dazu bekommen. Wo alles über den Wein drinsteht. Und also Infos müssen Sie mitschicken, oder wie? Ja, sonst versteht man den Wein nicht. Gut, okay. Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Unterschrieben von Nikolaus Moser, sehr geehrter Herr, bla 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 bla. Und, achso, der Minimal Zweigeld ist aus biodynamischer Bewirtschaftung. Biodynamisch. Mhm. Sehr gern genommen in diesen Tagen. Bio, ja, ist, Bio gut, ist gut, dynamisch ist gut. Kein Dioxin drin. Okay, er kommt aus Österreich, wahrscheinlich ist ein bisschen Glykol drin, aber Dioxin auf gar keinen Fall. Ich kann den Hagens Adresse geben, liebe Österreicher, gar kein Problem, falls Sie sich beliebt in 10 Sekunden in Erinnerung rufen wollen. Er stammt unserer ältesten Zweigeldanlage 42 Jahre. 42 Jahre? 42 Jahre. Das ist dann die älteste. Ja, für das die Zweigeld da lacht der Moselwitzer. 42. In der Riede Hedwighof in Apetlon. Mhm. Die Erträge sind dort immer gering. Die Trauben. Nein. Die sind denn minimal. Ach, die sind minimal. Du hast vollkommen recht. Die Und die Weine erhalten eine gediegene. Was habe ich mir. Die Trauben und Beeren sind klein. Nein? Minimal. Minimal. Das Verhältnis von Saft zur Beerenhaut ist dadurch. Minimal. Nein, optimal. Oh, Entschuldigung. Und die Weine erhalten eine gediegene Struktur. Oh, gediegen. Schön. Was heißt das in dem Zusammenhang? Das klingt sehr lecker, gediegen. Ja, gediegen klingt, als wäre es so ein schönes Ledersofa, auf das man sich einfach drauf flätzen kann. Teures Nappa-Leder, wie es im Mercedes SLK eingebaut wird. Du neigst gerade zu etwas kitschigen Metapher, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, was für die Ich bleib bei meiner Couch. Mercedes SLK gibt. Let's flätz. Ja. Schauen wir mal. Hagen, zum Wohl. Zum Wohl. Oh, wow. Der ist jetzt viel, viel saftiger und süffiger, als ich gedacht habe. Hat eine unglaubliche Fruchtreife und Fruchtsüße. In der Nase haben wir Brombeeren, also eher dunkle Beerenfrüchte, ein bisschen Kastil dabei. Im Mund ist Lakritz. Also das Lakritz finde ich jetzt eher minimal. Dafür würde ich hier mal eine rote Beete rausriechen. Rote Beete? Das hat so was Strenges, findest du nicht? Ja, es gibt also einige Zweigelds haben eben so eine feine Bitternote, die den Wein aber spannend macht. Wenn das jetzt nicht hätte, fände ich den ziemlich öde. So also Zweigeld ist grundsätzlich streng. Nee, so kann man es nicht sagen, aber es gibt es eben häufiger mal. Schade, ich wollte ihn gerade allen Dominas empfehlen. Nee, das was heißt das jetzt für den Geschmack? Ist der denn auch minimal? Nee, ich finde, das ist schon ziemlich maximal Zweigeld. Übrigens für alle Fakten, Freaks, hier noch ein paar Infos, spontane Maischegärung, 3 Wochen Maischekontakt. Ich finde, die rote Beete kommt aber sehr gut raus. Ist mit einer roten Beete direkt abgepresst und kam in ein 500 Liter Fass aus Übstaler Eiche. Was, wie? Übstaler Eiche. Übstaler Eiche, wir kennen sie alle, sie war früher als Gimmick in den Yps-Häftchen drin. Genau. Das hat nie funktioniert. Nein, genau wochenlang saß man davor und nichts hat gekeimt. Kommt die Osterkrebse, schlüpft doch endlich. Nichts da. Dann eine malolaktische Gärung und danach unangetastet im Fass. Und dann kommt jetzt dieses Konzept dieses minimalen Eingriffs, denn darum geht es ja bei dem Namen. Also es ist im Endeffekt der reine Zweigeld, möglichst wenig Mensch, sprich keine Schönung, keine Filtration, keine Schwefelung, Abfüllung durch Gravitation. Gravitation. Nicht gepumpt, also natürlich auch keine Enzyme, Moskosetzol, alles nicht. Die machen nichts. Purer. Die haben quasi Urlaub, die machen nichts. Die machen nichts, lassen den Wein einfach kommen. Gut, dann komme ich mal direkt zur Schwabenfrage. Schwabenfrage. Was der Zweigeld an Geld kostet, muss er da passen, steht nicht drin. Lass mich doch mal raten, an dieser Stelle bestimmt minimal. Ja, lass dich mal fragen, würdest du jetzt lieber diesen minimalen Zweigeld nehmen oder lieber das Bier mit der minimalen Schaumkrone? Also durch diese rote Beete, die ich ernsthaft schmecke, hat dieser Wein für mich einen gewissen Muff. Und da ich Muff nicht mag, wenn es mufft, Muff, 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 würde ich an dieser Stelle doch eher zum Gerstensaft greifen.
Ja, dann tu das, liebe Missionswerk, Gemeinde, glauben Sie dem Mann kein Wort. Das ist ein sehr ordentlich benefizierter, süffiger Zweigeld. Kann man gut trinken, wenn der Preis stimmt, dann würde ich sagen, ist das nicht nur minimal, sondern durchaus maximaler Zweigeldgenuss. Zum Wohl und zum Wohl. Prost. Bis zum nächsten Mal bei Missionswerk Öxle. Rote Beete. Und er mufft doch.